Sie weigern sich, die Hoffnung aufzugeben, nach dem schweren Erdbeben in Marokko noch Überlebende zu finden. Such- und Rettungsteams aus Spanien und Katar liefern sich im abgelegenen Atlasgebirge einen Wettlauf mit der Zeit. Bei dem Beben am 8. September sind mehr als 2.900 Menschen ums Leben und mehr als 5.500 verletzt worden. Die Versorgung der Überlebenden in den abgelegenen Bergregionen gestaltet sich schwierig. Eine Evakuierung per Hubschrauber ist manchmal die einzige Möglichkeit, die dringend benötigte medizinische Versorgung zu gewährleisten. Zusätzlich erschweren Nachbeben die Situation. In Marrakesch hat der marokkanische König Mohammed VI. Überraschend das Universitätsklinikum besucht und Blut gespendet. Die marokkanischen Behörden sind in die Kritik geraten, weil sie nur in begrenztem Umfang ausländische Hilfe annehmen. Die Regierung sagt, sie wolle kein Chaos riskieren, einen Engpass durch zu viele anreisende Hilfsorganisationen. Viele Gebäude in der historischen Medina von Marrakesch sind dem Beben zum Opfer gefallen. Die aus alten Lehmziegeln errichteten Häuser waren zu zerbrechlich, um den Erschütterungen standzuhalten. Etwa 85% der Häuser wurden zerstört. In einigen Fällen leben ganze Familien auf der Straße, zu ängstlich, um in ihre Häuser zurückzukehren.